Hallo und herzlich willkommen hier bei Prince of Persia Folge Nummer 7. Wir sind auf der Jagd nach 10 kleinen Lichtkeimen, die wir noch brauchen. Und da haben wir schön identifiziert, dass wir hier in diese diversen Gänge hier noch reingucken können. Da müssten sich nämlich auch Lichtkeime noch befinden. Also schauen wir doch mal hier in den. Ich hätte gesagt, schauen wir den hier als letztes. Vielleicht brauchen wir den ja gar nicht. Aber die Frage ist natürlich, wo geht's jetzt hier lang? Da geht's lang. Okay. Ich hoffe, die sind nicht giftig. Sagst du jedes Mal, wenn du da vorbeikommst, scheinbar. So. Nochmal kurz zur Orientierung. Ja, jetzt genau, jetzt bin ich hier nach wie vor mittendrin. Und ich würde sagen. Oh no, zu früh abgesprungen. Ja. Genau, jetzt gehen wir mal hier rüber und räumen das mal auf. Oh, wie komme ich denn an den ran? Haha, nein. Ah, da kann ich, oh, da kann ich da drauf klettern. Ach so, das ist ja auch lustig. Aha, so kommt man dahin, okay. 51 von 60. Wir kommen näher, wir kommen näher. Okay. Da drüben war, glaube ich, noch mal einer, gell? Ja, da war noch mal einer. Genau, das ist nämlich der Weg, auf dem wir hier hergekommen sind. Und da gab es natürlich noch keine Lichtkeime, denn da war das Gebiet ja noch Wir müssen so mehr viel finden. 53 von 60 Elika. So weit weg vom Ziel sind wir nicht mehr. Okay. Aber ich würde sagen. Oh, da drüben ist noch einer. Ich sehe zumindest noch einen. Oh, zwei. Drei? Ja, die müssen wir schon einsammeln. Jawohl. Okay. Fünfundfünfzig, 56. So, haben wir denn dann noch irgendwo welche? Ich glaube, ja, da bin ich schon ziemlich. Wieder. Da ist noch einer. Da versteckt sich noch einer. Genau. Runter. Und da kann ich mich jetzt zur Spalte runterlassen, genau. 57 von 60. So. Von dem Gebiet habe ich jetzt 23 von 45. Da gehen wir jetzt mal zurück und gehen mal in den anderen Gang rein. Ich glaube, da finden wir noch die letzten drei, die wir brauchen. So. Ihr seht schon, wenn man ein bisschen geübt ist, dann geht das mit dem Prinz auch recht gut, dass man den da so steuern kann. Und ganz wichtig ist an der Stelle auch, dass man das Gebiet kennt. Also wenn man da schon dreimal entlang geht, gehangelt ist, dann hat es nicht mehr so viel Überraschungen parat für einen. No, Helika! Ich hätte da oben rauf müssen. Festhalten! Und lässt sie gleich los, jawohl, ja. Festhalten und lässt sie gleich los. Rüber. Genau. Denn da drüben sehe ich schon drei. Ich glaube, dann haben wir sogar schon. Oh, ich sehe sogar vier. Und wie komme ich jetzt an den hin?
Ah, nee, da springt er ins Leere. So, Illica hat nun genügend Lichtkeime, um eine Kraft im Tempel zu aktivieren. Drücke Back, um die Weltkarte zu öffnen. Den einen, den hole ich aber noch. Den will ich noch haben. Oh, da ist nochmal einer. 61. So. Und da hinten ist noch einer, den holen wir auch noch. Wo wir schon mal da sind. Und da hinten ist noch einer, den holen wir halt dann auch noch. Okay. So. Wollen wir jetzt mal gucken, jetzt sind wir nämlich auf dem Weg hier ins nächste noch verfluchte im nächsten noch verfluchten Bereich, denn da wird es schon wieder dunkel. Aber wir sollen ja die Weltkarte öffnen. Und Illica hat nun genug Lichtkeime. Ihr solltet zum Tempel zurückkehren. Und was man da machen kann, ist, man kann den Tempel zum Beispiel hier anvisieren und kann mit Y sich dorthin teleportieren. Aber erwartet nicht zu viel, das ist ziemlich unspektakulär. Lädt Tempel. Ob's eine gute Idee ist, so nah heranzugehen? Jetzt sind wir hier wieder am Tempel. Wie viele genau sind einige? Wer weiß. Einige Schriften sagen, dass Ahriman mit den 4 Verdammten und 1000 Gefolgsleuten unterging. Hoffen wir, dass sie sich verzählt haben. Ich mag die Sprüche von dem Hauptcharakter hier. Wissen die Verdammten, wohin wir gehen? Die Verdammten lebten hier, als Ahriman die Stadt eroberte. Aber es gab die fruchtbaren Gebiete noch nicht. Die Ahura errichteten sie erst später. Derselbe Ahriman, den wir im Tempel hörten? Dann wissen sie, wohin wir gehen. Wer sind diese Verdammten? Ahrimans Auserwählte. Sie verkauften ihm ihre Seelen für eine Gunst. Sie werden für ihn und ihre Freiheit kämpfen. Okay. Oh, der Himmel sieht aber auch übel aus. Sie haben ihre Seelen verkauft? Wie ist der gängige Kurs? Die meisten, die sich ihm widersetzten, wurden getötet oder in die Kreaturen verwandelt, die wir sahen. Selbst einige jener, die ihm freiwillig dienten, wurden zu solchen Kreaturen. Die Verdammten sind anders. Sie haben einen Teil ihres Willens und ihrer Seele behalten und Ahriman gab ihnen die Macht, für ihn zu kämpfen. Nicht schön. Die Verdammten sind frei? Sie sind noch die, die sie einst waren. Zumindest tief im Innern. Aber sie sind alle Ahrimans Marionetten. Bitte, gehen wir zurück zum Tempel. Okay, Illica, gehen wir zurück zum Tempel. So, hier leuchten jetzt... hier leuchten jetzt diese Kraftplatten. Wir leben, also ist er eingeschlossen. Das kann nicht sein. Nach allem, was heute passiert ist, glaubt ihr noch, dass etwas nicht sein kann? Diese Platten waren seit Generationen nicht aktiv. Die Heilungen zeigen ihre Wirkung. Werden sie Ahriman eingesperrt halten? Nein. Sie gaben den Ahura ihre Kräfte. Nun, da sie aktiv sind, können wir die anderen Gebiete erreichen. Wenn wir die heilen... Dann bleibt er eingeschlossen und wir können hier raus? Ja. Das klang jetzt sehr zweifelnd. Geh zu einer Kraftplatte und drücke Y, um diese zu aktivieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier drauf gehen... Damit können wir die fruchtbaren Gebiete in der Stadt des Lichts und im Palast betreten. Stadt des Lichts und Palast, wenn wir mal gucken. Das hier... Ich glaube, das hier... Das ist der königliche Palast und das hier ist die Stadt des Lichts. Also können wir hier welche aktivieren. Ich habe mich das letzte Mal für die rote entschieden. Damit kommen wir zu den fruchtbaren Gebieten in der Zitadelle und im Tal. Zitadelle ist hier und Tal ist hier. Also es geht hier immer um diese dahinterliegenden fruchtbaren Gebiete. Und ich habe das letzte Mal eben die rote genommen und nehme ich dieses Mal wieder. Sie ist bereit. Und wir müssen diese Kräfte benutzen, um zu den fruchtbaren Gebieten zu kommen. Ja, sie dienten ihrem Schutz. Na, ihr müsst mir beibringen, wie man sie benutzt. Drück Y, um die Kraftplatte zu benutzen. So. Wird dieses verfluchte Ding zurückkommen? Wir sind sicher. Ahriman hat keinen Einfluss, nachdem wir das Gebiet geheilt haben. Drücke Back, um ein neues Ziel auszuwählen.
Und hier sehen wir schon, hier der Rote hat diese Gebiete hier freigeschaltet. Und in welcher Form, das werden wir dann sehen. Ich nehme jetzt mal das hier als Ziel. Also, Prinzessin. Hört ihr auf, mich so zu nennen? Aber das seid ihr doch, oder? Eine Prinzessin. Mein Name ist Elika. Okay, tut mir leid. Prinzessin Elika. Ich weiß nicht, wie ihr heißt. Ich hab's euch auch nicht gesagt. Gut, dann benutzen wir jetzt mal so eine Kraftplatte. Da müssen wir hingehen und dann eben Y drücken. Wusch. Und dann wird man katapultiert. Wenn diese Kräfte die fruchtbaren Gebiete schützen sollten, warum treffen wir dann dort auf Arimans Freunde? Das Land ist verflucht. Doch Arimans Lakaien können die Platten nicht benutzen. Diese Kräfte kommen von Ormast, dem Gott des Lichts. Ich finde diese Dialoge immer recht interessant, deswegen führen wir sie auch. Kann dieser Ormast Ariman aufhalten? Niemand weiß, wo er ist. Okay. Sehr. Toller Gott des Lichts, lässt uns hier seine Probleme lösen. Vor 1000 Jahren, nach dem Krieg, sperrte Ormast Ariman ein und ließ ihn von den Ahura bewachen. Und? Dann verschwand er. Niemand weiß wohin. Seitdem haben die Ahura die Kräfte verloren, die er ihnen gab. Und das Gefängnis wurde schwächer. Könnt ihr nicht ein bisschen beten und ihn zurückholen? Wäre Ormast hier, er würde Ariman stoppen. Ist er aber nicht. Also müssen wir es tun. Ihr habt doch Kräfte. Heißt das, dass Ormast zurückkommt? Nicht Ormast gab mir die Kräfte, sondern der Tempel. Ich verstehe schon, warum Ariman sauer ist. 1000 Jahre Gefangenschaft. Er ist selbst schuld. Ormast und Ariman sind Brüder. Sie stellten das Gleichgewicht des Universums her, bis Ariman mehr wollte. Der Preis war hoch, aber schließlich konnten Ormast und die Ahura ihn hier in dem Baum fangen und die Welt von ihm befreien. Sie sollte für immer frei sein. Noch was? Was war der entfernteste Ort, den ihr je gesehen habt? Ihr wart dort. Das Ende der Schlucht? Verstehe ich nicht. Wo würdet ihr hin, wenn ihr könntet? Zum Meer. Wie ist es da? Ah, in der Wüste ist man alleine. In der Wüste überlebt man. Am Meer lebt man. Obacht, Prinzessin. Wenn ihr das seht, kehrt ihr vielleicht nicht zurück. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt mal als nächstes die nächste Kraftplatte. Wieder mit Y. Und gleich nochmal. Also kann man auch so Ketten machen. So Ketten bilden und sich so kettenmäßig katapultieren lassen. Oh, das ist jetzt auch eine interessante. Kann ich jetzt hier so ein bisschen mit der Kamera rumfahren und mir die Umgebung anschauen. Und wir müssen offensichtlich durch dieses Portal durch. Wie ist das so als Prinzessin? Ermüdend. Eindeutige Aussage. Wow. Led Tempel. Elika. Bitte, ich habe es für dich getan. Unser Volk ist nun ohne Bedeutung. Der Baum wird schwach. Sind das deine Worte? Oder Arimans? Wo war Ormast, als uns deine Mutter genommen wurde? Wo war er, als du ihn brauchtest? Elika, ich bin dein Vater! Ich bin dein König! Wenn ihr das nächste Mal eure Tochter zurückgewinnen wollt, versucht es doch einfach mal mit einem Pony. Der Weltuntergang zieht nicht wirklich. Ja, da ist was dran. Hey. Wir haben eine der Kräfte von Ormast. Jetzt können wir mehr fruchtbare Gebiete erreichen. Gehen wir los. Okay. Wie wir die nächsten fruchtbaren Gebiete erreichen, das sehen wir dann ab der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.